Findet die sprichwörtliche schwäbische Hausfrau Angela Merkel auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel ihre Meister? Bei den Verhandlungen der 27 Staats- und Regierungschefs über ein vermutlich mehr als 1.800 Milliarden Euro schweres Finanzpaket, das die Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll, versuchen Länder wie die Niederlande, Ungarn und Polen mit unverhohlenen Blockadedrohungen ihre Interessen durchzudrücken. Ministerpräsident Mark Rutte, seine Niederlande gehören mit Österreich, Schweden und Dänemark zu den sogenannten sparsamen Vier. Wenn es der Wunsch einer Reihe von Ländern ist, einen Teil der Kredite in Subventionen umzuwandeln, dann müssen wir wirklich wissen, was passiert. Zweites Reizthema: Ungarns Viktor Orban ist zusammen mit seinen polnischen Kollegen in total Opposition gegen ein neues Instrument, das die Vergabe der Corona- und Haushaltsmilliarden an rechtsstaatliche Standards knüpfen soll. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte über den sparsamen Mark Rutte. Der Konflikt ist sehr schwer, seine Position ist sehr schwer, sehr geschlossen, weil er will, was er will. Seine Bitte, ein Veto einzulegen, um Einstimmigkeit zu bitten und den Rat während der operativen Phase einzubeziehen, ist aus rechtlicher Sicht und auch politischer Sicht nicht sehr praktikabel. Für Angela Merkel geht es unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auch um ein europäisches Signal im internationalen Kräftemessen mit den USA, China und Russland. Eine harte Nuss.